Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben verrückten Seelen da draußen. Schön, wenn ihr wieder mit dabei seid bei diesem leider auch schon letzten Teil des Platinum Guides zu Elden Ring. Heute erwarten uns bereits die letzten zwei Bosse, welche allerdings in einem Bosskampf vereint sind, Radagon und das Eldenbeast. Da bin ich schon sehr gespannt darauf. Auf jeden Fall kein einfacher Boss. Und ich hoffe doch sehr, ihr habt die Gelegenheit noch genutzt und euch nochmal etwas aufgelevelt. Ich zeige euch noch kurz meine Stats. Wir befinden uns jetzt aktuell auf Stufe 145. Ich habe immer noch das solide Nagakiba sowie das solide Ukigatana und den karianischen Ritterschild ausgerüstet. Ich trage auch immer noch die Rüstung des Bestienhelden und ich würde euch auch für diesen Kampf empfehlen, den Heiligdrachen-Talisman plus 2 sowie den grünen Schildkröten-Talisman auszurüsten. Des Weiteren habe ich auch immer noch den Drachen-Großschild-Talisman sowie Radagons Wundsiegel im Einsatz. 12 Flaschen für die Lebenskraft, 2 Flaschen für die Magie, die purpurrote Kristallträne, die grüne Bruchkristallträne. Ich werde auch vermutlich wieder die gekochten Krabben verwenden, um mich ein bisschen zu buffen und je nachdem auch ein bisschen erbauliches Aromat. Neu habe ich jetzt noch das blutkochende Aromat in Schnellzugriff genommen. Das bessere Fleisch, der wärmende Stein, das Malbaby, die sind auch immer noch drin und das Feuerfett. Denn der nächste Boss ist speziell anfällig gegen Feuer und schwarze Flammen. Ich würde euch also empfehlen, euer Katana ein bisschen zu buffen, entweder mit Feuerfett oder aber auch mit der Anrufung Blutflammenklinge. Das geht genauso gut. So wie die Anrufung Flamme gibt mir Kraft ist auf jeden Fall auch empfehlenswert für diesen Kampf. Ich habe auch noch einen Heilungszauber drin, weil ich werde jetzt auch ausnahmsweise für diesen allerletzten Kampf von der Imitator-Tränenasche absehen und stattdessen neu die Asche von Tiche der schwarzen Klinge verwenden. Einfach deshalb, weil der kämpft mit den schwarzen Flammen und das ist auf jeden Fall von Vorteil in diesem Kampf. Hinzu kommt, dass er sehr schnell ist und folglich auch über kurze Zeit größere Distanzen hinter sich bringen kann und das können wir dann ganz gut gebrauchen beim Eldenbeast. Ihr könnt natürlich stattdessen auch weiterhin die Imitator-Träne verwenden. Diese hat durchaus auch ihre Vorteile, ist halt einfach nicht ganz so schnell unterwegs. Ich möchte euch auch empfehlen, eine große Rune zu aktivieren für diesen Kampf, einfach damit ihr da ein bisschen mehr spatzig habt. Ich habe jetzt aktuell immer noch Morgoths große Rune aktiv, weil ich bis jetzt noch nicht gestorben bin. Das wird sich jetzt dann aber sicherlich gleich ändern und ich werde dann anschließend die Rune ändern auf Radans große Rune, einfach weil wir dort ein bisschen LP, FP und Ausdauerreserve bekommen und es ein bisschen ausgeglichener ist, als wenn nur alles auf LP geht. Und ich würde euch empfehlen, ebenfalls eine Rune mit einem entsprechenden Runenbogen zu aktivieren für diesen Kampf. In der ersten Phase werden wir gegen Radagon kämpfen und da ist auf jeden Fall vom Vorteil zu schauen, dass der so schnell wie möglich besiegt ist. Also auch hier wieder so offensiv wie möglich kämpfen und bei vielen seiner Attacken ist es von Vorteil, wenn ihr gegen ihn rollt, anstatt von ihm wegzurollen. Ja, ansonsten möglichst viel dodgen und dann sollte das eigentlich ganz gut klappen. In der zweiten Phase werden wir dem berühmt-berüchtigten Eldenbeast entgegentreten. Dieses hat die Gewohnheit, ziemlich große Distanzen in sehr kurzer Zeit hinter sich zu bringen und deshalb brauchen wir auch so viel
Kondition bzw. Stamina, damit wir da überhaupt mithalten können. Denn unser Ziel ist es, nebst den Angriffen auszuweichen, so schnell wie möglich an das Eldenbiest heranzukommen und dann seinen Bauch mit möglichst vielen kurzen Attacken zu bearbeiten. Also dann, es wird Zeit, dem letzten finalen Boss entgegenzutreten. Let's fight!
Ja, Leute, ein First Try. Ich kann's gar nicht glauben. Okay, nice. Gut, fairerweise muss ich dazu auch sagen, dass ich ja in meinem First Run schon ein bisschen üben konnte bei diesem Boss. Aber trotzdem, nice. Morgoths Rune war doch gar nicht so schlecht. Ich werde also meine Empfehlung zurücknehmen und euch stattdessen Morgoths Rune ans Herz legen. Ja, denn hätten wir jetzt hier nicht mehr Lebenskraft zur Verfügung gehabt, wäre das auch kein erfolgreicher Kampf gewesen. Ja, meine Lieben, wir befinden uns jetzt auch schon beim letzten Gnadenpunkt, gespaltene Marika. Und spätestens jetzt würde ich euch empfehlen, euren Spielstand auf einen externen Speicher zu speichern, zum Beispiel einen USB-Stick oder auch euren PS-Cloud-Speicher, solltet ihr nicht drei verschiedene Charaktere aufgezogen haben. Dann könnt ihr nämlich später, nachdem ihr das erste Ende freigeschalten habt, euren alten Speicherstand zurückholen und dann noch die weiteren Enden entsprechend freischalten. Leider sind wir jetzt aber auch schon am Ende mit diesem Trophy Guide. Ja, ich bin ein bisschen traurig, denn es hat mir viel Spaß gemacht, für euch diesen Guide zu gestalten und ja, ich finde, es ist einfach wirklich ein schönes Game. Ich freue mich aber natürlich auch, weil ich weiß, dass ihr eurer Platinum-Trophäe ein ganzes Stückchen näher gekommen seid und ich hoffe doch sehr, dass ich euch mit diesem Guide weiterhelfen konnte, euer Ziel auch wirklich zu erreichen. Ich habe mir insgesamt 3 Charaktere aufgezogen, einen für den First Run Live, einen für diesen Guide sowie einen weiteren für Chill und PvP. Ich werde jetzt mit jedem dieser 3 Charaktere jeweils 2 Enden freischalten. Ein Trophy-relevantes Ende sowie ein geheimes Ende. Denn wir haben ja zusammen alle 3 Heilrunen eingesammelt für die 3 nicht Trophy-relevanten geheimen Enden. Und deshalb möchte ich die euch auch auf keinen Fall vorenthalten. Zum Abschluss dieses letzten Teils des Platinum Trophy Guides und dann heißt es aber leider auch schon Abschied nehmen. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Guide oder jetzt auch zu diesem letzten finalen Boss oder Anregungen oder auch Feedbacks, könnt ihr mir das natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde mir jeden Kommentar von euch anschauen und gegebenenfalls auch beantworten. Ich werde jetzt erstmal in die Herbstferien gehen, aber in 2-3 Wochen bin ich wieder zurück und dann komme ich wieder mit irgendwas Neuem. Da freue ich mich schon drauf und ich hoffe sehr, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg für diesen Bosskampf. Ich glaube an euch, ihr werdet es schaffen und eine ganz gute Zeit. Bleibt so verrückt, wie ihr seid. Und hoffentlich bis ganz bald. Bye bye! The battle is over, I see.
I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall an age of fracture.
The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the age of order. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the reviled curse that defined our age, the blessing of despair. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home,
across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the age of the Duskborn.